So, nach etwas längerer Zeit gibt es mal wieder ein kleines Unboxing. Cut 1 und T1 Artikel vom Pyroland. Hatte ich selber abgeholt. Schauen wir mal rein. Luftpolsterfolie. Auf jeden Fall schon mal ohne Ende Sticker und Aufkleber. Die sehen richtig geil aus. Also dafür finde ich bestimmt Verwendung. Also richtig schicke Aufkleber. Jo. Danke für dein Vertrauen im Pyroland. Ja, ist klar. So, als erstes schon mal hier so einen kleinen Gratisartikel. Können wir mal reingucken. Das ist eine Pyroland-Maske. Die gab es gratis mit dazu. Richtig geil eigentlich. Tja, wer weiß, wann man die nochmal braucht, ne? So, hier so ein Päckchen Party Popper von Xplode, 10 Stück drin. Spinner Pack von Leslie, 40 Stück, 40 Bodenwirbel für einen kleinen Preis. Die sind eigentlich immer ganz cool, für so zwischendurch mal. So. Dann haben wir hier viermal bunte Bonbons. Nein, Quatsch, das sind Happy Dragon Eggs. Hier so Presslinge, Crackling-Presslinge von Vulkan. Sollen ziemlich gut sein, 12 Stück sind da mal drin. Dann haben wir als nächstes Electric Flowers. Ja, einfache Bodenkreisel. Von wem sind die? Gar nicht so richtig ausmachen. Sieht auch so ein bisschen Bröckhoff, Leslie, so ein bisschen in die Richtung aus. Auf jeden Fall niederländisch mit drauf. Ja. So. Xplode Luftheuler Cut 1 am Stiel. Dass sie so groß sind, hätte ich gar nicht gedacht. Mal reingucken hier. Tatsache. Also auf dem Video sehen die immer kleiner aus. Ja, 24 Stück in der Packung. Für, ich weiß auch nicht, 1 Euro, 2 Euro, irgendwie sowas. Nichts Wildes war das. Dachte ich mir, kann man auch mal dazu bestellen. So, dann haben wir hier so ein kleines Cut 1 Set von Pyroland selber. Kam, glaube ich, 3 Euro oder 3,50 Euro. Mal schauen, wie das ist. Vielleicht mache ich davon ein Video, wenn ihr das wollt. Schreibt das mal in die Kommentare. So, gucken wir mal. So, dann geht's weiter hier mit Bengal-Artikeln vom Pyroland selber. Hier so Bengalo Grande Violett einmal. Dann haben wir hier noch denselben in Blau. Gelb haben wir auch. Gelb, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ich habe die Artikel schon relativ häufig gehabt, auch gerade jetzt vom Blackbox zum Beispiel, aber gelb hatte ich glaube ich so bisher erst einmal oder so. Gut, mal wieder testen. So, dann haben wir das Blendfeuer Breslauer von Pyroland. Das hatte ich Silvester angehabt, das war richtig heftig. Das hier sind grün jetzt, das haben wir auch noch ein zweites Mal. Dasselbe nochmal in Rot. Auch noch ein zweites Mal. So. Dann haben wir hier nochmal die Bodenwirbel. Electric Flower zweimal. So. Dann einen richtigen Oschi hier.
Bengal 180, auch von Pyroland in Violett. 3 Minuten Brenndauer. Tja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Kam auf den Videos richtig gut rüber. So. Dann haben wir hier Breslauer Handfeuer. Zweimal in Blau, auch von Pyroland. Ja. Bengalrohr Weiß von Pyroland. Und Bengalrohr Rot, auch von Pyroland. Und davon haben wir hier noch ein paar mehr. Mal gucken. So, hier haben wir noch Grün. Hier nochmal Weiß und nochmal Rot. Und Rot, Grün und nochmal Rot. Auch nochmal. So, weiter geht's. Hier Einhornglitzer, auch vom Pyroland Eigenmarke. Richtig schicke Dinger, hatte ich so gar nicht auf dem Plan. Hatte ich mir ein Video von angeguckt auf der Webseite. Richtig tolle Teile. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, davon mache ich auch mal ein Video. Dass man das mal gesehen hat. Und dasselbe nochmal in Rot. Also Rot zu Silberverwandlung und Blau zu Goldverwandlung. Richtig schicke Dinger. So. Dann haben wir hier von Keller Ghost Lights. 6 Stück sind da jeweils drin. Die sind so ein bisschen wie die Leslie Morning Glory so. Ja, kleine Sprühwunderkerzen. Ja, dachte ich mir, bestelle ich mal mit. Die waren auch relativ günstig. Ich glaube, 80 Cent oder so pro Packung. So, und zu guter Letzt noch 3 Packungen Wunderkerzen von Xplode hier. 30 cm. War schon ewig keine Wunderkerzen mehr. Aber ich dachte, gut, für zwischendurch mal gehen die wohl klar. Ja, das war meine Cut 1 und T1 Bestellung bei Pyroland. Die hatte ich heute abgeholt. Im Februar hier jetzt. Ja, also ich bin soweit zufrieden. Ist alles drin. Sieht gut aus. Preislich waren wir da so bei 100 Euro. Ja, ich denke, ein paar Videos werden da noch kommen von den Artikeln im Test. Schreibt mal in die Kommentare, welche ihr unbedingt mal sehen wollt im Test. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.